BauTV, richtig bauen. Heute ist der 23.10.23. Das ist ein ganz besonderes Datum. Wann bekommen wir das mal wieder? Das ist ein guter Zeitpunkt. Es hat heute mich heute früh schon so irgendwie ein bisschen getriggert, weiterzumachen. Ich mache ja weiter. Ich habe jetzt nur mal fast ein halbes Jahr Pause gemacht, weil die Zahlen mit dem RDV-System, die da erzielt wurden in Dresden, die werden ihm einfach nicht geglaubt. Also das 100% Bauen wird einem einfach nicht geglaubt. Ja, das ist eben so. So, und jetzt die letzten Tage, ich schaue ja immer wieder, oder schaue mich ja um bei Telegram, ne? Also wer es immer noch nicht kapiert hat, da kann man sich dann doch ganz gut informieren. Ja, hier steht Bild.de, Regional Dresden, ja, da steht es. Verbandschef, Bauwirtschaft bricht total zusammen, wenn kein Wunder geschieht. Ihr könnt lange auf das Wunder warten. Das Wunder, wenn, dann geschieht das hier oben. Weil, was haben wir heute? Wir haben einen riesen Zusammenbruch von Bauträgern. Ja, da haben Menschen 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 bezahlt und kriegen das Haus nie fertig. Weil die Bauträger, was tragen die? Die tragen das Geld in ihre eigenen Taschen. Wer ist wirklich hundertprozentig zufrieden in den letzten Jahren mit dem Bauträger, die jetzt heute reihenweise pleite gehen, wie Paulus Wohnbau, das sind so alleine, ich habe mal geguckt vor einem halben Jahr, wie die bauen. Ja, bei den Bauträgern gibt es nur Experten. Nur Experten, so wie es die Politik und die Industrie will. Die bauen das, was wir sehen. Pfusch von A bis Z. So, und deswegen steht heute auch hier Experte oder Fachmann. Die weiblichen Seelen mögen mir verzeihen, ich mache das dann mit dem Inni. Ja, dieses ganze Theater geht an mir vorbei. Es geht ganz wichtig heute um die erlebten Erfahrungen. Ich habe auch Erfahrungen gemacht, schon 1998, 99, wo ich schon mal ein Stück von meinem eigenen Haus gedämmt habe und es ging nach hinten los. Ja? Jeder wird die Erfahrungen machen, heute, morgen, nee, glaubst nie. Ja, die Zahlen hier, höre ich immer in Dresden, glaubst nie, glaube ich nicht, auf Deutsch. Ja? Was wirklich geht heute, was wirklich geht, ist, was vor 50 Jahren oder 60 oder 80 Jahren ging. Geht, wenn ihr noch neu bauen wollt oder egal wie, geht zum Zimmerermeister, der baut euch ein Holzhaus oder egal wie, ja, der dann schon 50 Jahre das macht oder 30, 40 Jahre oder in zwei, drei, dritten, vierten Generation, oder geht zum Maurermeister. Ja, es gibt nämlich Maurermeister, die haben eine Prüfung, die haben einen Maurermeisterbrief oder einen Zimmerermeisterbrief oder egal. Ich fange nochmal an. Ich bin im 61. Lebensjahr. Ich baue jederzeit mit Menschen nochmal ein Haus. Und das wird funktionieren. Weil der kleinformatige Ziegelstein ist das Nonplusultra. Wenn jemand von einem Maurermeister ein Haus haben möchte. Ob 24 oder 36, egal. 24 reicht. Reicht heute mit dem RDV-System, komme ich gleich dazu. Es geht nur über Erfahrung. Es geht nur über das ganz, ganz dolle Wehtun, wenn ich hunderte, tausend ausgegeben habe, die heute ganz, ganz weit weg sind, weil ich nicht das Haus fertig bekomme von den Bauträgern. Ja, so, und jetzt nochmal, das merke ich schon eine ganze Weile, dass ich zu dem RDV-System was sagen muss, denn ich habe ja nur schnell mal vor anderthalb Jahren nochmal die Seiten gewechselt,
vom ersten 100% Hausbuch zu dem. Und ich habe dann eben auch die Arifol-Leute, die Erfinder, auf ein Denkmal gesetzt. Weil sie ja eigentlich dahin gehören. Weil das ist, was die erfunden haben mit der Folie. Ja, ich habe das hier einfach mal, hier ist die parallel durchströmende Heizung, hier ist die Folie, hier ist eine Folie. Ja, das ist die Arifol-Folie. Da sprechen wir über Reflexion. Ja, so. Nur, auch da stimmt was nicht. Ja, da wird verlangt, die Ebene, wo die erste Folie draufkommt, im Dachgeschoss oder an der gemauerten, geputzten Wand, eine luftdichte Ebene, die kontrolliert wird mit dem Blaudruck-Test. Danach kommt die erste Folie und mit der ersten Folie erreiche ich 90-95% Reflexion und ein U-Wert von 0,11. So, und wir hatten ganz viele Anfragen, warum eine zweite Folie, wenn die erste Folie so viel schon bringt. Und die zweite Folie bringt eben dann nur noch 5-10% Reflexion, hat zwar noch einen viel niedrigeren U-Wert, brauche ich den? 0,005? Brauche ich den für diesen Preis, den ich für das Ganze bezahle, auch in Dresden? Ja? Was ist mit der Wirtschaftlichkeit? Was ist erste, zweite Folie? Was ist mit der Wirtschaftlichkeit? So, und für alle heute, für alle Menschen, ich muss dort dämmen, ich muss das nicht, ihr müsst gar nichts. Weil die Politik für uns Menschen hier das Gesetz geschrieben hat. GEG, Gebäudeenergiegesetz, Paragraph 1, Zweck und Ziel. Absatz 2. Unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit. Wer rechnen kann, ist ganz, ganz klar im Vorteil. In dem Sinne, ich schaue mal, wie ich weitermache. Auf jeden Fall war das heute nötig, dass ich irgendwie die Sonne scheint und ja. Nochmal zu den Arifol-Leuten. Ich bin noch nicht ganz bei 10 Minuten. Der Erfinder, der das rechnet, der fühlt sich ja, den spreche ich hier ganz besonders an. Den habe ich vor fast 2 Monaten eine Mail geschrieben. Und ich kann es einfach nicht verstehen, dass bei so einem Produkt diese Fragen hier nicht beantwortet werden. Dann kannst du deine Folie nehmen und sonst wohin gehen. Nein, die Folie kriegen wir überall. Und dann machen wir das einfach so und werden irgendwie dann unsere Erfahrung. Aber wir können doch miteinander diskutieren. Wir können doch, schreib doch mal einen Vierzeiler oder ein DIN A4-Blatt, wo wir verstehen, warum diese zweite Folie notwendig ist. Wenn wir blauer Durchtest machen, erste Folie, warum eine zweite noch? Ich möchte es wissen. Und die Kunden haben ein Recht darauf, das zu erfahren. Ganz herzlichen Dank und allen einen schönen Herbst.